Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und wir machen heute weiter mit der Reihe Manipulationsenergien lösen. Und heute nehmen wir uns das Familiensystem vor. Das ist natürlich eines der Hauptthemen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Also wo trage ich was aus meinem Familiensystem? Wo habe ich womöglich was übernommen? Wo werde ich vielleicht so beeinflusst, dass ich meine Themen nicht so leben kann, mich gar nicht so entfalten kann, weil ich so Familienprogramme drauf habe? Und da werden wir heute mal schauen, dass wir im Familiensystem, also im Energiefeld, diese Teile einmal ein bisschen rausarbeiten. Dass eben so die eigene Kraft da stabilisiert wird und dass uns unsere Ahnenprogramme, weil die können wir nicht alle loslöschen, aber dass sie uns dienen. Und zwar von der väterlichen Seite und von der mütterlichen Seite her auch dass diese Ahnenprogramme uns unterstützen und quasi uns ein bisschen den Rücken stärken, was sie ja sollten. Und nicht irgendwie ausbremsen, zurückhalten oder sich uns in den Weg stellen. Gut, dann beginnen wir erstmal. Wichtig ist jetzt noch vorneweg zu sagen, es gibt jetzt keine bösen Leute im Familiensystem, also dass man sagt, das ist jetzt schlecht oder das ist negativ, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, dass da jeder nach bestem Wissen und Gewissen in einem System handelt. Ja, manche machen das besser, manche machen es nicht so geschickt, aber grundsätzlich ist es gut, einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt... Also nicht in so Normen zu denken, wie das ist eine gute Person oder das ist eine schlechte Person, weil das eben auch ganz oft auf die Beziehungsebene ankommt. Also wie individuelle Leute miteinander umgehen können. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal in dieses Familienfeld rein und dass wir das heute im Rahmen dieser Übung einfach mal lösen können. Schließ einfach mal deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Du siehst dich an einem wundervollen Sandstrand stehen. Ein unendlicher Horizont breitet sich vor dir aus und die Sonne spiegelt sich in einem herrlichen, türkisklaren Meer. Du bist an dieses Ufer gekommen mit der Unterstützung deiner Familie. Vielleicht auch mit manchen Belastungen. Und du spürst, dass es jetzt dann an der Zeit ist, neue Ziele zu setzen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber jetzt ist es Zeit, in diesem Augenblick nochmal innezuhalten und zurückzublicken. Und für diese Rückschau steht ein angenehmer, ganz bequemer Sessel für dich bereit. Und du setzt dich auf diesen Strandstuhl. Das Meer bietet eine angenehme Kulisse. Die leichten Wellen wirken beruhigend. Du riechst das Salz in der Luft.
Und alles ist wunderbar entspannt. Du spürst nun, dass diesem Strand eine große Heilkraft innewohnt. Ein sanfter, grüner Schimmer geht von dem Meer aus und du spürst, dass das Heilungsenergie ist. Die Energie der emotionalen Heilung. Und je länger du an diesem Strand sitzt, den Wellen lauscht, die frische Luft einatmest, umso friedlicher wirst du. Denn dies ist ein Ort des Friedens und der Heilung. Erlaube dir jetzt, dass diese Heilung in dich einfließt. Und während diese Heilung in dich einfließt, findest du immer mehr Stabilität und Frieden. Du wirst ruhig und entspannst dich. Und durch diese Heilung, durch diesen Frieden findest du den inneren Schlüssel zu deinem wahren Wesen. Und alles, was deinem Wesen widerspricht, darf nun gelöst werden. Sämtliche Beeindruckungen und Beeinflussungen aus deinem Familiensystem, die nicht deinem Wesen entsprechen, werden nun transformiert. Sie lösen sich ganz sanft aus deinem Energiefeld. Vielleicht sind es gut gemeinte Sorgen der Mutter oder eine wohlgemeinte Strenge deines Vaters. Vielleicht sind es Beeinflussungen von deinen Geschwistern oder den Großeltern. Egal, um was es sich handelt, diese Energien dürfen sich jetzt aus deinem Feld lösen, sodass dein Zentrum, dein Wesen absolut stabil erstrahlt. Du spürst, dass du die Erste oder der Erste bist, die an diesen Strand gelangt ist.
dass du die Erste bist in dieser neuen Zeit, alte Programmierungen hinter dir zu lassen. Und dass du jetzt voller Zuversicht diese neuen Wege beschreiten kannst. Alte Unsicherheiten, alte kindliche Ängste fallen von dir ab. Es ist fast so, als würdest du dich ganz schnell verpuppen und wieder entfalten und Schicht um Schicht ablegen. Eine Beeinflussung nach der anderen, eine Beeinträchtigung nach der anderen fällt von dir ab. Und du spürst, dass du voller Sicherheit, Würde und Klarheit in dein wahres Wesen eintauchst, in deine Erwachsenenenergie kommst. Du spürst, wie du innerlich und äußerlich wächst, wie diese alten Beeinträchtigungen und Familienprogramme von dir abfallen. Und du spürst, wie diese Programme in Frieden von dir abfallen, im Wohlwollen von dir abfallen. Nun ist es an der Zeit, diese neu gewonnene Stärke, diese neu gewonnene Energie auch wirklich zu nutzen. Und du spürst, dass ein fantastisches Schiff für dich bereitsteht, ein Segelboot mit unglaublich riesigen goldenen Segeln. Und diese Segel werden jetzt gefüllt von einem wohlwollenden Wind. Und du spürst, dass dieser Rückenwind der Wind deiner Ahnen ist, die dich jetzt nach vorne bringen. Du spürst, wie du leichter wirst und ganz sanft nach vorne getragen wirst, zu diesem prächtigen Segelboot hin. Du spürst das Wohlwollen deiner Ahnenreihe. Und die tiefe Liebe, die dich mit ihnen verbindet, mit den Mitgliedern deiner Ahnenreihe, die du noch gekannt hast. Und du spürst, dass du nun auf dieses Boot geleitet wirst, auf dieses Segelschiff. Und es legt ab. Und du siehst eine unendliche Reihe von deinen Ahnen am Ufer stehen, die dir zuwinken und zulächeln.
Und du gehst auf diesem Schiff, auf deine individuelle Reise, in die Freiheit, in deine Entfaltung. In deine Zufriedenheit, deine ewige Heilung in dein absolutes Licht. Du atmest diese Energie jetzt dreimal tief ein. Sieh die unendliche Freiheit vor dir und spür die Sicherheit deiner Ahnen hinter dir. In diesem Augenblick bist du absolut bewusst. Spüre die Unendlichkeit in dir und vor dir und den Rückhalt deiner Ahnen hinter dir. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und mach dir bewusst, dass du jetzt Manipulationen aus deinem Familiensystem hinter dir gelassen hast und auf deiner Reise durch dein Leben in deiner erwachsenen Energie bist. Du bist kraftvoll und einzigartig und unendlich geliebt. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und mach dir bewusst, dass du Kapitänin, der Kapitän auf die deinem Schiff bist. Dass dich die günstigen Winde dorthin tragen, wohin du dieses Schiff auch lenken willst. Und der Kompass ist deine innere Weisheit. Bedanke dich jetzt bei deinem Ahnensystem und bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich stets auf deiner Reise begleiten. Spür nochmal die Klarheit in dir, diese Würde. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, bewegst dich mal durch, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Das war so die Reinigungsreise von Manipulationsenergien aus dem Familiensystem. Lass mich einfach wissen, wie dir die Meditation gefallen hat. Vielleicht hast ja du auch noch Inputs. Wir machen auf jeden Fall weiter bei dieser Reihe Lösen von Manipulationsenergien in deinem Feld. Und
ja, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Kurs oder bei einer Sitzung bei mir in Linz, würde mich freuen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Liebe Grüße. Tschüss.